Herzlich willkommen zu dieser Mini-Band-Challenge. Heute zeige ich euch ein paar Übungen, die ihr mit diesen praktischen Bändeli daheim oder irgendwo in der Natur machen könnt. Heute legen wir einen besonderen Fokus auf eure Beine. Viel Spass! Für die ersten Übungen könnt ihr das Bändeli gleich oberhalb der Knie anlegen. Wir gehen am Boden, Hände sind unter den Schultern, Knie sind unter der Hüfte und die Füße sind aufgestellt. Bauch ist fixiert, wir starten mit links, machen euch bereit. Los geht's. Wir gehen mit dem linken Bein auf, heben und wieder runter. 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 Nur so weit aufgehen, dass eure Hüfte in einer neutralen Position bleiben kann. Heben und wieder runter. Wir gehen auf, machen kleine Bewegungen. Nur so weit oben, dass eure Hüfte neutral bleibt. Letzte. Noch 3, 2, 1 und langsam runterlassen. Wir kehren uns auf den Rücken. Füße sind etwa eine Hand weg vom Gesäß. Knie rausdrücken. Wir drücken unsere Hüfte auf. Hier oben richtig viel Spannung in die Gesäß. Langsam wieder runter. Und wieder rauf. Spannung und langsam wieder runter. Das Gesäß berührt den Boden nie. Heben, Knie immer schön rausdrücken, Spannung auf dem Bändeli. Heben, Spannung, langsam wieder runter. Wir gehen rauf, maximale Spannung und wir lüpfen das rechte Bein weg vom Boden. Heben. Richtig viel Kraft in der linken Gesäßhälfte. Wir beginnen kleine Bewegungen machen. Noch 3, 2, 1 und Bein wieder runter. Spannung und langsam runter. Gut, wir kehren uns wieder auf die Knie. Hände sind unter den Schultern, Knie unter der Hüfte. Spannung im Bauch, wir gehen mit rechts. Auf, heben, langsam runter. Auf, heben, langsam runter. Schön gleichmässig. Bauch ist angespannt. Auf, heben, langsam runter. Wir gehen auf, bleiben oben. Kleine Bewegungen. Nur so weit auf, dass eure Hüfte möglichst neutral bleibt. Nein, noch 3, 2 und langsam runter. Zurück auf den Rücken. Hüfte aufdrücken, heben, Spannung. Langsam runter. Wieder rauf. Knie schön rausdrücken. Langsam runter. Wieder rauf. Richtig viel Spannung im Gesäß. Langsam wieder runter. Mehr noch einen. Beim nächsten bleiben wir oben. Richtig viel Spannung aufbauen. Wir lüpfen das linke Bein vom Boden weg. Bleiben hoch mit der Hüfte. Spürt die Spannung im rechten Gesäß. Kleine Bewegungen. Es darf ruhig brennen.
Wir haben noch 3, 2, 1. Und stellen den Fuß langsam ab. Spannung aufbauen, langsam runterlassen. Gut, wir stehen auf. Wechsel von der Bändeli-Position um eure Fußgelenke. Hüftbreit herstehen, Arm könnt ihr einstützen. Das ganze Gewicht geht aufrecht. Knie ist über den kleinen Zehen. Das linke Bein lüpfen wir auf. Wir strecken es hinten raus und wieder her. Strecken, her. Schaut, dass ihr möglichst tief sitzt, so dass das rechte Stammbein richtig viel arbeiten muss. Wir ziehen durch. Noch 3. Noch 2. Letzte. Wir bleiben tief, wechseln auf das linke Bein. Rechts geht zurück. Das Gewicht bleibt immer auf links. Oh, wir gehen alle noch mal ein bisschen tiefer. Noch 3. Noch 2. Letzte. Gut, wir kommen in die Mitte. Kleiner Endspurt. Handpumme. Raus, rein. Nur noch ein paar Sekunden. Spannen den Bauch an. Noch 3, 2, 1. Und gut. Super gemacht. Bis zum nächsten Mal.